dann zwei Schuss, bevor man nachladen muss. Was ich sehr toll finde. Oder sehr nützlich ist es auf jeden Fall auch. Na, den habe ich getroffen. Hier, folgt mir. Ja, natürlich, jetzt kriegt die Lady Prudence oder wie auch immer die heißt, den Kill. Bäm, natürlich nichts getroffen. Die haben schon die besseren Waffen, das ist unfair. Ne, warte mal, die haben auch Musketen. Bäm. Warte mal hier, crouchen. Wo sind sie denn? Drüben. Nichts getroffen. Ah, da. Wieder nichts getroffen. Gut, geschafft. Würde ich sagen, packe ich einfach alle meine Einheiten mal irgendwo, wo es relativ geschützt ist. Wie wär's mit hier? Weil da hinten spawnen Gegner. Warte mal, wo spawnen die Gegner? Sind die schon gespawnt? Ne, die spawnen da drüben. Oh shit! Weg hier, weg hier, weg hier. Eieiei. Okay, jetzt weg hier. Zum Glück bin ich da nicht zu nah rangegangen. Die werden alle sowas von weggemäht. Das sage ich euch. Wir ziehen uns am besten mal zurück. Oh nein, meine Truppen werden angegriffen. Wir werden verfolgt. Von unglaublich vielen Gegnern. Unfair. Wir ziehen uns am besten mal zurück zu dem Podest, wo alle sind. Wir haben nur noch einen übrig, jetzt gleich keinen. Okay, jetzt haben wir keinen mehr übrig, jetzt sind wir ganz alleine, bis die Welle vorbei ist. Ich hoffe mal, dass wir die Welle überleben. Sonst sieht es nicht so gut aus für unsere, für unser Squad. Alles, was wir tun müssen, ist einfach nur hier den Aufgang beschützen. Sollte nicht allzu schwer sein, falls man Waffen ein bisschen schneller... Au! Warum ich? Warum ich? Mann! Der ist die ganze Zeit einfach auf mich gegangen, obwohl ich ihm gar nichts getan habe. Oh, der Typ wurde weggemäht. Okay. So, hier, ich möchte gerne eine andere Waffe, bitte. Und zwar die Good Pistol. Und wie wäre es auch noch mit dem Karabiner? Habe ich nicht genug Geld für. Okay. Naja, dann halt einfach nur die Pistole. So. Die ist auch gut. Hat sogar einen Nahkampfmodus. Auch wenn die wahrscheinlich null Schaden tut. Oh shit. Ich muss noch schnell. Ach, ich habe kein Geld mehr. Fuck. Oh well. Folgt mir. Ich würde sagen, dann nehme ich noch einfach dieses ganze Match hier auf und dann renne ich das und lade es hoch, damit meine Abonnenten sich zufrieden geben. Bam. Was? Ich habe den sowas von abgeschossen. Den habe ich getroffen. Yeah. Ja, den habe ich auch getroffen. Okay, am besten bleibt ihr mal hier, Leute. Hier scheint es doch ein wenig sicherer zu sein als irgendwo anders. Wie wär's mal mit den Typen mit meiner Pistole hauen? Oh, hier, weg hier. Oh. Verdammt. Naja, wir werden einfach mal ein totales Rebuild machen. Und zwar auf Infanterie mal wieder. Boah, die kosten scheiße viel Geld. Nehmen wir das beste zweihändige Schwert. Und wir haben auch keine Kohle mehr, um irgendwas anderes zu kaufen. Und spawnen und kommen denen als... Au!
Stirb, Pferd. So. Boah, ich finde, wir sehen aber schon ziemlich badass aus mit der Rüstung und diesem riesen dünnen Schwert. Wow. Aber das ist langsam, das ist das Problem. Man schwingt extrem langsam damit. Tolle Musik. Sieht aber echt scheiß gefährlich aus. Uiuiui. Da sind gerade zwei Spieler auf einmal aus dem Spiel gegangen. 20 tot. Wenn ein Spieler das Spiel verlässt, sterben 20 Menschen. Sterbt. Aus dem Weg. Ich möchte auch Kills. Aus dem Weg. Lärm. Seid still. Oh, geschafft. Cool, weg hier. So, da hinten sind irgendwo meine Truppen gespawnt. Da vorne. Nee, doch nicht. 25 Tote. Habe ich überhaupt einen Squad? Nö. Habe ich gar nicht. Lol. Kostet zu viel. So. Dann. Sind jetzt welche gespawnt? Nö, auch nicht. Und dann sind wir halt ganz alleine. Oh well. Oh nee, da sind welche. Folge mich. Wir gehen in Close Combat. Ach ja, dann kann ich an dieser Stelle ja mal ein paar Leute erwähnen, bei denen ich mich bedanken möchte. Ui, das sieht geil aus. Au, au. Da wäre da... what? Mit einem Pfeil in die Fresse. Okay, ich bin... also praktisch in den Prisoner Card jetzt eingeschlossen. Ja gut, dann bedanke ich mich bei Mirtobako für gar nichts. Schaut euch mal seinen Kanal an. Macht da ziemlich viel Scheiße. Spielt ganz unbedeutende Spiele, die sowieso schon over-let's played wurden. Schaut ihn euch an, abonniert ihn vielleicht. Jetzt freut er sich bestimmt und postet ganz viele Kommentare. Da macht einer das Ding kaputt, das ist gut. Gut, sehr gut. Ja, dann würde ich mich noch bedanken bei Max, heißt der. Oder auf YouTube heißt er Minecraft Zone 1. Für was will ich mich bedanken? Warum hat er schon diese geilen Swordsmen? Kann ich noch nicht haben. Doch, ich kann sie haben. Sind wir schon bei Welle 11? Ui. Ja, das ist... na, ganz nett, nehme ich an. Veterans have increased... oh je. Nehmen wir mal Veterans. Das sind die Dinger da. Ich habe auch einen Veteran Pikeman. Juhu. Ich freue mich. So, jetzt sammeln wir uns mal hier. Veteran Way. Ach nee, das sind die Gegner. Wow, what? Scheißdreck. Was war da? Habt ihr gerade diesen Sound gehört, wo alle auf einmal, wo da die ganze, wo da 50 Leute umgekippt sind? Habt ihr den Sound gehört? Der war ja mal voll lol. Ich weiß, ich benutze das Wort lol so oft. Das ist ja schon fast, das ist ja total lol, dass ich das Wort lol so oft benutze. Also, da müssen wir aufpassen, die machen jetzt 30% mehr Schaden und halt noch mehr aus. Aufpassen also. Ich würde mal sagen, angreifen. Oh je, da hinten sind Gegner, da will ich nicht hin. Ach, das war mein Kilopenner. Komm her, bring it, bring it. Scheiße. Das war mein Kill. Killklauer. Cheater. Ein
eigentlich nicht. Ich beschuldige den da gerade umsonst oder für gar nichts. Ich muss ihn retten. Ich kriege eigentlich mal Kills, wenn ich hier mal als Nahkämpfer unterwegs bin. Der Trick ist einfach mit dieser Waffe hier, man muss einfach die Gegner einmal angreifen und dann immer wenn die getroffen werden, dann machen diese komische Animation. LOL! LOL! Oh Gott, da machen diese komische Animation, diese wo die so zurückzucken. Und in der Zeit muss man zuschlagen. Das ist der einzigste Zeitpunkt, wo die sich nicht bewegen. Oder wo die sich nicht bewegen können. Und genau in dem Moment muss man zuschlagen. Und dann muss man das halt immer wieder machen. So, und weil die sich nicht bewegen können, nachdem man die getroffen hat, Gegner, hier, folgt mir. Folgt mich. Sind die denn überhaupt schon gespawnt? Nein, noch nicht. Oh, da hat gerade jemand geschossen. Ich weiß nicht, wo sind die jetzt gespawnt, die Gegner? Jetzt weiß ich, habe ich vergessen, woran ich, was ich gerade gesagt hatte. Oh ja, ich habe gesagt, wir sollten hier mal ganz schnell in Deckung gehen. Obwohl, ich habe Pikemans dabei. Die sollten ihren Job doch relativ... Oh shit, die haben Crouchlands. Okay. Ich muss meinen eigentlichen Plan fallen lassen und in Deckung gehen, weil mit Crouchlands ist nicht zu spaßen. Das ist ein One-Hit-Kill. Das ist echt nicht gut, wenn die das haben. Aber die sind ja Veterans. Das heißt... Oh, nein! Das ist halt dann halt schwieriger. So, nochmal einen schönen Kill eingefahren. So, seit ich Nahkämpfer bin, habe ich keinen einzigen keine einzige Truppe verloren. Das ist gut. Sehr gut. Au. Komm her, du Penner. Ich werde dir zeigen, was Schmerzen sind. Au. Zum Glück gibt's auf diesem... Zum Glück gibt's... Mann, sehen diese Schuhe schwul aus. Ich muss mir was anderes besorgen. So, Bälle vorbei. Jetzt habe ich auch Swordsman und also cooles Zeugsens. Ich muss mir andere Schuhe kaufen, das geht ja gar nicht. Die sehen am allercoolsten aus. Ich nehme einfach mal die schwarzen. Wie sieht das aus? Besser, aber immer noch total bescheuert. Ach ja. Folge mich. Und die Handschuhe haben auch überhaupt kein Blut. Alles an mir hat, alles an meiner Rüstung hat Blut, plus die Handschuhe nicht. Cool. So, da drüben Gegner. Diesmal Gegner, bei dem man lieber in Deckung gehen sollte. Wir verstecken uns einfach mal hier. Weil die einfach alle niederballern, habe ich so das Gefühl. Oh shit, es gibt auch Horsemans. Lass mich durch, lass mich durch. Au, schieß mich nicht an, du Penner. Es kriegt gleich einen Headshot, pass auf, ich weiß es. Ja, ich hab den mit so einem riesigen Schwert voll in die Fresse geschlagen und er lebt dann auch noch. Realistisch. Wow, shit, das war knapp. Bam, 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 bam. Ui, das hätte auch böse enden können. Hat der einen von meinen Swordsmen kaputt getötet? Oh, shit, in Deckung. Ja, das war gut. Und jetzt den da. Ja, seit ich Nahkämpfer bin, habe ich schon ganz schön gut Kills eingefahren, würde ich sagen. So. Ja, also... gar nicht mal so schlecht in diesem Spiel. Ich nehme jetzt aber bestimmt schon Jahre auf. Bam. Ich finde dieses Pieksen voll cool. Wir haben jetzt meine Handschuhe. Jetzt endlich haben meine Handschuhe Blut. Ich bin eigentlich noch nie so weit gekommen, wie ich jetzt gerade bin. Jetzt habe ich noch 4 von denen und 2 von denen. Das ist
geht gerade noch so. So, jetzt habe ich auch noch eine Waffe, mit der ich Pferde töten kann. Wenn man, jetzt sind meine Handschuhe wieder sauber, das ist ja unglaublich. Hier. Du bist nicht einer von meinen. Ich glaube, ich mache hier sogar zwei Parts draus, sonst würde es zu lange. Bestimmt gerade grottenlangweilig, was ich hier mache. Ich hätte echt nie gedacht, dass so ein Match so lange dauern kann. Ich muss mich konzentrieren. Verzeiht mir, wenn ich kurz nicht rede. So. Ist ein bisschen schwierig, weil es ein Computer... Oh, shit. Oh, ich bin tot, ich bin tot, ich bin sowas von tot. Ja, ich wusste es. Na, wenigstens stauben meine Truppen hoffentlich noch ein paar Kills ab. Bevor die auch drauf gehen. Ich habe eigentlich jetzt die besten Sachen, die man haben kann, ja? Muss gerade mal nachschauen. Ja, beste Sachen, die man haben kann. Ich würde sagen, rüste ich mich nochmal mit was gegen Pferde aus. Dann passt das. Ja, habe ich alles das Beste vom Besten. So, da bin ich gespawnt. Jetzt habe ich hier was gegen Pferde. Nämlich mies hier in, in Fire and Sword. Da kann man zwei verschiedene Lanzenattacken machen. Einmal die normale Lanzenattacke, die man aus anderen Mountain Blade Warband Teilen kennt. Oder aus anderen Mountain Blade Teilen kennt. Und dann diese Overhead Lanzenattacke, die ich überhaupt nicht blocken kann. Ich weiß auch gar nicht, wie man die blocken soll. Kein blassen Schimmer. So, nächste Runde würde ich sagen, sind wir mal ein Horseman. Oh, hier, jetzt da. Große Stunde der Lanze. Wer läuft als erstes in meine Lanze rein? Au. Ich glaube, diese Kopfüberlanze, die ist dazu gedacht, Leute von Pferden zu holen. Wow. Wow. Aber wenigstens habe ich über 13.000, das heißt, ich kann ganz easy Kavallerie. Ja, alle meine Truppen sind auch tot. Ich würde sagen, dann tue ich all mein Geld mal in die Kavallerie. Dann... Da. Dann eine schwere Lanze. Dann so eine Karabiner und Quality Bullets. Warhorse. Die da. Die. Nice Rüstung. Tollen Helmet. So, jetzt sind wir ausgerüstet, falls wir diese Runde überleben. Jetzt mal ausgerüstet für die nächste, würde ich mal sagen. Oh Gott, ich nehme schon ewig lange auf, also ich mache hier mindestens zwei Parts draus. Wie soll ich das denn nennen? Weiß nicht, USA Spark Plays. Naja, das wäre langweilig. Ich muss mir irgendwas... wie soll ich das nennen? Ich habe früher mal so eine Miniserie gemacht, die hieß Angezockt. Da habe ich mal zwei Spiele angezockt. Oder in Anführungszeichen angezockt. Warte mal, ist der Typ da hinten... Steckt der fest, oder was? Ja, der hat festgesteckt, okay. Nein, da... Wegen dem Typ. Oh yeah. Dem sein Game keeps crashing. Nicht gut. Bei mir ist es aber auch vorhin gecrashed. Hat sich vorhin gespielt. Au. Oh, Scheißdreck. Weg hier, weg hier, weg hier, weg hier, weg hier. Ich bin sowas von tot. Ich bin sowas von tot. Ich bin sowas von tot. Folgt mich. Oh, wo sind meine Truppen? Einer, zwei... Da hinten ist gerade einer gestorben. Da vorne ist einer. Das sind jetzt 3 von 6. Da ist noch einer, 4 von 6. Ja.
4 von 6, also sind 2 schon gestorben. Okay. Au. Ui. Ja, das sind nur Pferde. Den habe ich noch nicht mal getötet. What? Was war das? Bin ich in der exakt richtigen Zeit gestorben, um den nächsten Respawn mitzumachen? Das wäre ja echt cool dann. Oh, jetzt habe ich wieder... Bin ich von was abgekommen, was ich vor... was ich eine halbe Stunde geredet habe. Ich weiß ja nicht, wie lange ich schon aufnehme. Und zwar an Leuten, die ich mich bedanken möchte. Erstmal, schon bei Mirtobacco 123, habe ich schon gesagt. Dann bei Max, oder Minecraft Zone 1. Bei Max bedanke ich mich für, dass er mir Terraria geschenkt hat. Oder nicht wirklich geschenkt, sondern er hat seinen Freund dazu bewegt, es mir zu schenken. Aber er hat es gezahlt, also bin ich ihm zutiefst dankbar. Schaut mal auf seinem Kanal vorbei, hat gar keine Videos hochgeladen. Der Typ da ist voll gefickt. Oh shit, der hat es geblockt. Genau. Was noch? Shadow05D. Kennt ihr vielleicht, das ist einer, der ganz vorne mit dabei war oder ganz früh mit dabei war, als Holger angefangen hat zu Let's Playen. Glaube ich, dass der einer war, der ganz früh mit dabei war. Bin mir nicht ganz sicher. Ich bin auch schon seit... Ich kenne den Holger, seit er 50 Abonnenten hat. Genau. Ja. Den Typ habe ich voll weggestappt. Und den auch. Das sind keine Gegner. Boah, das würde jetzt aber ein bisschen zu lang. Deswegen würde ich mal sagen, danke fürs Zuschauen. Links zu allen möglichen in der Beschreibung. Oh, und Shadow05D hat mein Profilbild gemacht. Ja. Habe jetzt gerade noch vergessen zu sagen. Links und also Zeugs in der Beschreibung. Auch wenn es hier noch nicht fertig ist. Ich bin jetzt total schlapp, weil es scheiß anstrengend ist, es zu spielen und gleichzeitig zu labern. Genau. Ah, ich bin gleich tot. Ich bin tot. Ich bin so 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 tot. Und weg hier. Naja, ich würde sagen, danke fürs Zuschauen. Links und also zu allem Scheißdreck in der Beschreibung. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.